und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Ich bin Dr. Nero und heiße euch herzlich willkommen zu meinem ersten Case Opening. Dann beginnen wir erstmal sofort. Ich habe mir 5 Operation Breakout Schlüssel und Kisten und 5 Operation Phoenix Schlüssel und Kisten gekauft. Ja, wir fangen mit den Operation Breakout Kisten an. Öffnen. Also welche Waffe ich am meisten erhoffe, ja natürlich ein Butterfly Knife oder ja, die sieht ziemlich cool aus und diese Glock 18 auf jeden Fall, meine Lieblingsglock. Erste Kiste. Oh, schade. Ja, Aufwertungsverträge kann man noch immer mit solchen Waffen schließen. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Hoffen wir diesmal vielleicht eine lilane Waffe. Oh ja. Schon besser. Ja, schauen wir mal, wie die aussieht. Ja. Ja, sieht Factory New aus. 9 minimale Gebrauchsspanne. Ja, aber ganz okay. So, und jetzt noch eine bessere. Die Desert Eagle vielleicht. Oder die Glock. Ah, die Bison. Da wäre ich zufrieden. Was soll man tun? Öffnen. Ich wünsche mir Glück. Ah, da wäre die der das Igel. Oh, wieder diese Scheiße. Nein, nein, nein. Nicht in der Gabe. Ja, sieht benutzt aus. Ja, eins ist erprobt. So, und jetzt eine gute Waffe, bitte. Nein. Diese scheiß Sniper. Sieht mal nicht cool aus. Blau mit Schwarz. Ja, keine Ahnung. Das mag. So. Also die Redline auf jeden Fall. Die Guardian habe ich mir schon gekauft, denn der Preis war ziemlich low und da muss man zuschlagen. Wie jeder weiß, die Sandstorm. Ja. Das Schicksal jedes Case Openings. Natürlich die P90 Feigen auch sehr geil. Die auch Chameleon nicht so viel wert, aber die AWP, wie jeder weiß, die Top Sniper. Ja, und die. Ja, sieht ziemlich scheiße aus. Abgenutzt. Nein, Einsätze grob. Ja. So, eine von diesen. Oder noch einmal die Guardian kann ich dann verkaufen. Oder die Heat sieht auch cool aus. Spiele ich zwar nicht, aber. Ah, es geht. Ja, die Puls. Ja, die sieht cool aus. Noch einen guten Zustand und dann ist alles gut. Oh ja, die sieht neu aus. Neu oder minimale Gebrauchsspuren. Ah, unten da. Ja, nein, oben. Ah, scheiße. Wo ist sie? Da. Einsatzgruppe. Ja, geht klar. Kann man durchgehen lassen.
Ja, bitte, 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 bitte. Nein, wieder die Scheiße. Shotgun. Kann doch nicht sein. Ja, sieht aber besser aus als die letzte, muss ich sagen. Ein Boy, der Einsatz erprobt. Ja, zweitletzte Kiste. Ja. Alles, aber keine blaue. Ich bin zufrieden mit allem, aber kein blau. Go. Nein, da war eine rote. Nein. Ja, wenigstens das weg. Condition. Ja, geht. Einsatz erprobt, würde ich sagen. 9 mm Vorsprung. Öffnen. Die letzte Kiste. Ja, Carvetlon. Mein Favorite. Oder natürlich ein schönes Knife. Go. Bitte. Bitte. Ja, die Antik. Was die so wert ist, glaube nicht viel. Ja, Fabrik neu. Oh, 3 Euro, geht klar. Ja, ist ziemlich tief momentan. Kann auch ansteigen bis auf die 4 Euro. Werde ich, glaube ich, verkaufen oder verschenken. Ja, dann, was haben wir gezogen? Diese. Machen wir mal, auf, ja, 32 Cent. Diese, haben wir auch gezogen, ist, ja, 8 Cent. Ich mir gedacht. Die Neck. Einen Arsch, britischer Preis. Dies ist nichts wert. Adipuls, auch nichts wert. Ja, aber, keine Ahnung, man kann sich zufrieden geben. Ich weiß nicht. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr merkt, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen oder einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, das nächste Video von mir kommt, ja, wenn ich meinen neuen PC habe, das heißt so ungefähr in einem Monat. Ja, ein Monat ist realistisch. Da sind die Sommerferien, dann habe ich gut Zeit. Und dann, das nächste Case Opening oder CSGO Video wollte ich. Das dauert noch ein bisschen, denn die Case Openings kosten ziemlich viel Geld. Für diese 10 Kisten habe ich jetzt fast 25 Euro ausgegeben. Keine Ahnung, ist Taschengeld schnell, ist das Taschengeld schnell weg. Aber es macht Spaß. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.